traps the monster. Sound spikes can detect a nearby monster. An icon will appear on the HUD. Hold the fire button to stop the monster's movement with the harpoon gun. When the monster brings the fight, use the submachine gun to do some damage. The strength of the Trapper class is the ability to contain the monster and force the fight. Deploying the mobile arena is critical to your team's success. Hold the equip button to take the mobile arena down. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evolve Big Alpha. Und es ist, glaube ich, tatsächlich die letzte Folge, leider. Ich glaube, dass ich heute nicht mehr aufnehme. Ich glaube, ich habe über 14 Folgen aufgenommen oder so. Und das sollte eigentlich einen richtig guten Einblick gegeben haben in die... Habt ihr gerade gesehen, da war ein Monster, das wir killen müssen. Das ist nämlich ein Buff und den will ich haben. Gib mir den Buff. Less fuel when flying, ist das nicht awesome? So, wir sind... Ja, wir haben jetzt einen guten Eindruck vom Spiel erhalten. Ich bin sehr positiv überrascht, freue mich tierisch auf das Spiel und kann es kaum abwarten, das, die Endversion in Händen zu halten. Wirklich geil. Und ich habe, glaube ich, fast jede Zusatzklasse oder jeden Zusatzhelden einer Klasse freigeschaltet, außer dem Medic. Ich habe den das Monster Kraken freigeschaltet, ich habe den Assault Hide freigeschaltet und ich habe den... Wie heißt da? Bucket. Bucket habe ich freigeschaltet. Den Support Bucket. Und jetzt auch noch, dass der... Den Medic nicht leider. Aber dann habe ich jetzt hier noch am Start den Griffin. Habt ihr gerade das Tutorial gesehen, dass ich vorne dran schneide. Und ich werde jetzt hier erstmal gleich mal die Sound Spikes nutzen und hier einen reinklatschen. Ich weiß nicht, wie viele ich davon gleichzeitig nutzen darf. Warum schießt du darauf? Warum schießt er darauf? Ich weiß, keine Ahnung, ob ich da mehrere nutzen darf. Ich glaube schon, aber ich weiß nicht, wie viele. Deswegen klatsche ich hier mal noch einen hin. Zack. 5 Spikes steht da unten. Alles klar. Dann haben wir unsere Arena und unsere geile Harpoon-Kanone. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe gehört, gedrückt halten. Ich habe mit der... Also. Komm, 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 komm. Arena out. Den müsste ich noch catchen, oder? Den habe ich gecatcht. Doch, oder? Doch, doch. Oder? Nee, ne? Wo ist er? Ist der, Alter. Ohne Spaß. Wie ist der jetzt hier weggekommen? Oh, hier nicht ins Wasser. Oh Gott. Scheiß. Blöd. Der ist natürlich, geht voll rein. Oh, soll ihr weg von mir. Okay, lass ihn am Leben, der macht uns nichts. Einfach weggehen. Alter, wie konnte das denn entwischen? Ich hör's hier, ich hör's hier, ich hör's hier. So, gleich mal die Harpune hier bereit. Hold, fire and hold to harpoon the monster. Da bin ich ja mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Die kleinen Lecks hier manchmal ist halt Alpha, ne? Das ist halt manchmal leider so. Übrigens hier. Geh weg von mir. Alter, mega lieb. Da vorne ist er. Ich könnte noch ein paar Spikes hier platzieren. Hier. Zack. Und dann irgendwie hier noch. Wo habe ich die auf der Map schon platziert? Lol, der hat eins kaputt gemacht. Oder irgendwas ist kaputt gegangen. Auf der Map sind nur zwei markiert. Warte mal. Ja, ich habe keine Ahnung. Irgendwas hat er geschrottet. Wer auch immer das geschrottet hat, irgendwer war's. Zack. Okay, Freundchen, jetzt krieg ich dich aber. Jetzt kriege ich dich aber mit Griffin. Dem Trapper, der offensiver kämpft. Habe ich ja schon ganz oft gesagt. Er ist deutlich offensiver. Supportet nicht so ganz. Also auch, aber ich finde, der spielt sich offensiver. Er ist direkt hier. Ich höre ihn schnaufen. Ist er da drin? Wir können es natürlich in der Arena riskieren, aber... Also. Den habe ich jetzt aber. Bäm, Junge. Und jetzt hole ich die mit der Harpune. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Hab ihn. Ich zieh ihn, ich zieh ihn. Oh, Alter, ist ja saugeil.
Alter, diese Leckpommes haben aber ganz schön umgelegen. Ich hab... Alter. Die Harpune hält ja gar nichts aus. Alter, diese Lecks, ganz ehrlich. Das ist, glaube ich, der Ping der Host oder so ist das. Schau mal, wie ich ihn voll nerven kann. Ich geh's hier hoch und dann nerv ich ihn noch krasser. Die sind schon alle down, ne? Das ist echt ein Scherz. Ich weiß nicht, was die machen. Fuck. Ich werde jetzt gleich mal wiederbeleben und zwar den da. Nicht auf den schießen. Alter, ich geh down. Alter, nein, wo ist... Nein. Komm, 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 komm. Wir müssen überleben. Alter, gib mir den Buff, gib mir den Buff, gib mir den Buff. Den, Alter, nein, 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 nein. Ich, oh Gott, Mann, so eine kurze Runde. Warum sind die alle draufgegangen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wie schnell die, Scheiße, war es natürlich leider nur ein kurzes Match, aber tja, ist halt wirklich bei Wolf manchmal so kurz. Und manchmal, wenn das Monster und auch die Spieler taktisch vorgehen, dann kann es aber auch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde dauern. Aber das dann nur bei richtig gutem Team und richtig guten Monstern. Das Team war gerade irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich will es jetzt hier mal anschauen. Kriegen wir jetzt gleich die Map angezeigt, die ich ziemlich cool finde eigentlich. Und da kriegen wir dann zu sehen, wie das abgelaufen ist. Das würde ich gerne nochmal anschauen, weil ich nicht kapiert habe, wie schnell die alle down gegangen sind. Entweder der Medic hat die nicht geheilt, was ich vermute. Oft, da kriegen die Spieler Schaden und im nächsten Kampf gehen sie dann mit halbem Leben rein, weil der Medic einfach nicht geheilt hat. Schauen wir jetzt gleich mal. So. Hier, ne? Da kommt jetzt gleich mal ein Fail von der Arena. Leider knapp verfehlt gleich. Da, ne? Oh, richtig knapp. So. Medic hat schon Schaden. Lädt sich wieder auf. Hat Schaden, lädt sich wieder auf. Jetzt die Arena. Ja. Medic hat halt... Ja, Medic ist down gegangen. Der Support halt auch. Der hatte sich echt die Besten gleich zu Beginn rausgesucht. Weil der Trapper ist wirklich nur in der Arena nicht so sinnvoll. Da muss der Assault was machen. Da muss der Medic und der Support hart eingreifen. Der Trapper ist halt der fängt und sichtet. Aber die anderen sollten eigentlich den harten Job erledigen. Naja, was soll's, Freunde. Das war's erstmal mit mit dem Wolf, glaube ich. Vielleicht nehme ich heute Abend noch spontan was auf. Aber das war's jetzt erstmal offiziell. Kann sein, dass ich noch was aufnehme, aber ich will jetzt nichts versprechen. Von daher sehen wir uns morgen in anderen Let's Play. Schaut einfach morgen wieder ein. Könnt ihr einfach ein Abo da lassen. Oder ein Like, würde mich sehr freuen. Bis dahin und ciao.